Nach der Pause sind die gegangen. Die haben nur auf sie gewartet, um Eis zu kaufen. Eis ist, weil die sind. Das sind Lampen gebaut aus Telefon von einem guten Freund von mir, Telemann von Fohn. Das ist seine Broschüre, www.foampunk.de. Er weckt alte W48-Telefone wieder zum Leben und sorgt dafür, dass sie wieder funktionieren, zwar etwas anders, mit Licht. Alte Schreibmaschinen, die andere Leute auf den Müll werfen, sammelt er raus, baut daraus also diese Kunstobjekte. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass ein Teil seines Erlöses, wenn er diese Sachen verkauft, an eine Stiftung von Rüdiger Nieberg gehen, an Target. Und Rüdiger Nieberg ist derjenige, der sich gerade ganz, ganz, ganz massiv in der arabischen Welt gegen die Zwangsbeschneidung von jungen Frauen einsetzt. Also insofern, Steampunk ist auch ein bisschen ja, mit sozialem Engagement verhaftet und wir alle sind in irgendeiner Form auch sozial aktiv. Was Sie hier sehen, ist eine Vorrichtung für Zeitreisende. Diese Vorrichtung sorgt dafür, dass wenn der Zeitreisende nach Hause kommt, zur richtigen Zeit das Licht eingeschaltet ist, damit er sich nicht die Schienbeine stößt oder seine Proben beim Stolpern kaputt macht, die er gerade aus dem Silur geholt hat. Sie sehen hier ein mechanisches Schaltwerk, das von einer Unruhe angetrieben die Lampe ein- und ausschaltet. Und das Interessante an diesem Gerät ist, dass wenn das Uhrwerk abgelaufen ist, sorgt eine elektromechanische Vorrichtung dafür, dass das Uhrwerk sich selbstständig wieder aufzieht.